Ja, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung im Wintersemester 2022-23 der Kinderuniversität Dresden. Die Kinderuni heute wieder aus dem HSZ in Dresden. Die nächsten beiden Male sind wir bei unserem Kooperationspartner beim Deutschen Hygienemuseum. Heute erst nochmal von hier und heute auch mit einem Gast direkt aus Dresden von der TU Dresden. Zudem kommen wir gleich erst nochmal zu euch. Ihr habt die Möglichkeit, heute wieder per Zoom teilzunehmen und auch Fragen zu stellen. Das habe ich beim letzten Mal völlig vergessen zu erwähnen. Also ihr könnt während des Vortrages Fragen stellen an unseren heutigen Gast und am Ende des Vortrages werden wir die Fragen dann stellen, so wie wir es auch das letzte Mal gemacht haben und beantworten. Nur wir können eure Fragen sehen, also ihr könnt euch untereinander nicht schreiben und die interessantesten Fragen suchen wir dann am Ende raus. Wir können immer nicht alle nehmen. Manchmal müssen wir auch welche zusammenpacken oder sowas, weil es doch so viele Fragen gibt und euch so viel interessiert. Aber wir versuchen natürlich, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und ihr könnt natürlich auch in anderer Hinsicht mitmachen. Wir haben immer so ein paar kleine Umfragen vorbereitet. Das ist auch heute wieder so. Unsere heutige Umfrage hat auch wieder was mit euch zu tun. Das letzte Mal ging es darum, wie oft wart ihr schon bei der Kinderuni dabei? Schon im letzten Semester oder schon davor? Und diesmal geht es um eine Frage, die betrifft das, was auch ein bisschen mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Heute geht es ja um Elektronenpinguine. Und darum geht es nicht so ganz in der Frage. Aber es geht darum, wer von euch hat schon alles ein Smartphone oder schaut vielleicht sogar auf ein Smartphone die Kinderuni? Das kann ja auch sein. Also die Frage ist, wer hat ein Handy von euch? Ich habe keins, ich habe eins. Nein, aber ich bin schon manchmal auf dem Handy meiner Eltern herum. Oder die sehr berechtigte Frage ist, was hat das mit Pinguinen zu tun? Ja, also ich bin gespannt. Ich darf wie immer selber nicht abstimmen. Ich würde aber mal sagen, naja, hier sind ja TeilnehmerInnen von 8 bis 12 dabei. Das heißt, da sind bestimmt ganz viele, die noch kein Handy haben und vielleicht die Hälfte hat keins und die Hälfte hat eins. Ja, oder keine Ahnung. Mal sehen, wie die Antwort ist. Ich bin gespannt. So, wir warten ab. Und jetzt kommt die Lösung. Oh, 47%. Also ungefähr die Hälfte von euch hat schon ein eigenes Handy. Ja, 28%, also fast ein Drittel von euch hat noch keins. Und 16% dürfen manchmal auf dem Handy von ihren Eltern rumwischen. Das macht nichts, ihr kriegt irgendwann auch eins. Ja, also das hat noch genug Zeit. Die Dinger sind eh überall. Und, meine Lieblingsgruppe hier, was hat denn das mit Pinguin zu tun? 9% immerhin. Ja, also das ist doch ganz witzig zu fragen, was es damit auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute beantwortet bekommen. Auf jeden Fall geht es um Pinguine. Ich habe es auch schon gesehen. Die sehen sehr, sehr niedlich aus. Unser heutiger Gast scheint auch Vogelexperte zu sein, denn der wollte als Kind Falkner werden. Ist er zum Glück nicht geworden, obwohl es auch mal interessant wäre, einen Falkner hier zu haben. Aber er hat was anderes gemacht, was auch sehr spannend für uns ist. Er hat sich mit Elektronen beschäftigt, mit Physik. Und er hat Physik studiert in sehr vielen verschiedenen Städten. Also er hat erst in Karlsruhe studiert, dann in Grenoble und dann später, als er dann seinen Doktor gemacht hat, dann war er auch noch in Kalifornien. Und ja, also er hat so viele Orte gesammelt, dass wir ganz froh sein können, dass er sich am Ende für Dresden entschieden hat. Denn er leitet hier seit 2017 am Institut für theoretische Physik eine Forschungsgruppe für Quantendesign. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Ja, also ich muss mir das heute auch erklären lassen und ihr euch wahrscheinlich auch. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass er hier ist. Dr. Tobias Meng ist unser heutiger Gast. Der interessiert sich nicht nur für Falken, der hat in seiner Freizeit auch mal Vertikaltuchturnen gemacht. Also sportlich ist er auch sehr. Und ja, also ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ihr freut euch wahrscheinlich sowieso schon auf den Vortrag und wollt gar nicht mehr so viel von mir hören. Insofern müsst ihr jetzt einfach alle kräftig zu Hause klatschen, damit unser heutiger Gast kommen kann, viele Fragen stellen, die wir am Ende beantworten können. Und dann sehen wir uns hier am Ende wieder. Aber jetzt kommt erstmal unser Gast, Dr. Tobias Meng. Herzlich willkommen, Herr Meng. Ja, hallo. Vielen Dank, Herr Schmidt, für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass ich heute ein bisschen was davon erzählen kann, was ich so mache, was ich spannend finde. Wurde ja schon gesagt, ich arbeite am Institut für theoretische Physik. Ich bin Quantenphysiker. Und das ist eine super spannende Welt, die Quantenwelt, in die ich euch jetzt heute ein bisschen entführen möchte. Grob gesagt, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit dem Sozialverhalten von Elektronen.
Und da muss ich euch natürlich erstmal erzählen, was Elektronen eigentlich sind und was die so machen, wenn die als Gruppe miteinander interagieren. Aber die Grundidee ist schon einfach was, was ihr auch selbst kennt, nämlich dass man in der Gruppe als Team Dinge machen kann, die man alleine nicht hinbekommt. Und das ist ein Prinzip, was zwischen euch funktioniert, aber das funktioniert auch in Materialien. Also letzten Endes das, was ich mache, ist Forschung an Materialien und ich versuche zu verstehen, warum leitet ein Metall gut Strom oder warum ist der Magnet magnetisch und wie kriege ich den dazu, vielleicht noch stärker magnetisch zu sein. Also das sind sozusagen grundsätzlich so die Richtungen, in die meine Forschung geht. Und ich beschäftige mich da insbesondere eben mit dem Elektron. Ich erzähle euch, was das ist. Und da will ich euch zwei konkrete Beispiele für geben. Ich starte jetzt mal die Präsentation und dann geht's los. Ich muss erstmal hier den Bildschirm freigeben. Eine Sekunde. Hier diesen Bildschirm. Okay. Also, ich habe den Vortrag, diese Vorlesung habe ich genannt, Watscheln Elektronenpinguine durch unsere Handys und tanzen die Ballett. Und ich werde euch jetzt in den nächsten circa 45 Minuten erzählen, was es damit auf sich hat. Und am Ende versteht ihr vielleicht ein bisschen mehr darüber, was mich interessiert. Anfangen möchte ich hier mit dieser Übersichtsfolie. Also da seht ihr noch mein Gesicht. Ihr seht jetzt ja die Präsentation. Ich glaube, mein Video ist auch noch an, aber damit ihr euch auf eine Sache konzentrieren könnt, habe ich mich da nochmal hingemacht. Also ich bin Tobias und erforsche, wie gesagt, das Sozialverhalten von Elektronen. Die werden wir als kleine Pinguine kennenlernen. Warum, erzähle ich euch auch gleich. Und dann gibt es, wie gesagt, zwei große Themenblöcke, die ich mit euch besprechen will. Das eine ist Supraleitung und das andere sind Quantencomputer. Und das sind zwei Themenblöcke, die ich persönlich einfach super spannend finde. Deswegen habe ich an beiden Themenblöcken auch schon relativ viel geforscht. Und ich will euch einfach erzählen, was heißt das? Was ist Supraleitung? Was ist ein Quantencomputer? Was hat das mit Elektronen zu tun? Und warum ist das was, was vielleicht hoffentlich in der Zukunft auch in eurem Leben wichtig werden könnte? Das ist so die grobe Idee. Und um uns diesem Themenkomplex zu nähern, will ich jetzt gar nicht erstmal mit den Elektronen anfangen, sondern ich will euch hier unseren kleinen Helfer vorstellen, das ist der Albert. Der Albert, wie ihr seht, schläft noch, also hier am Anfang meiner Präsentation hier ist es eigentlich früher Morgen, der Albert schläft noch und irgendwann wacht er auf. Der wacht auf, weil sein Handy klingelt, also der macht es wie ich habe auch mein Handy als Wecker und legt es immer neben mein Bett und dann morgens weckt es mich. So ist es auch beim Albert. Jetzt hat der Albert erstmal noch nichts an, und weil der sozusagen nur in der Unterhose schlafen gegangen ist. Und dann überlegt er sich, was soll ich denn heute anziehen? Soll ich mir eine lange Hose anziehen, eine kurze Hose, einen dicken Pulli, vielleicht nur ein T-Shirt? Und deswegen fragt er erstmal sein Handy, wie es Wetter wird. Also der macht die Wetter-App auf und zack, der Akku ist alle. Hat er vergessen, gestern Abend zu laden. Das ist natürlich erstmal doof, weil jetzt weiß er nicht so genau, was er anziehen soll. Also muss der Albert erstmal sein Ladekabel holen und das Handy aufladen. Und während er das macht, da stellt er sich eine ganz wichtige Frage. Warum müssen wir unsere Handys eigentlich aufladen? Und womit müssen wir die überhaupt aufladen? Und ich werde euch jetzt gleich erzählen, dass das eine Frage ist, die eigentlich sehr viel tiefgehender, sehr viel grundlegender ist, als man vielleicht erstmal meinen würde, weil letzten Endes ist das die Frage, woraus besteht dieses Handy denn eigentlich? Ja, wenn wir da was reintun, dann ist es da ja drin. Was ist da überhaupt in so einem Handy drin? Und ich werde euch sagen, dass das Handy, das besteht aus den gleichen Grundbausteinen wie alles andere in der Welt. Das heißt, wenn ihr versteht, woraus so ein Handy besteht, dann versteht ihr auch, woraus die Welt besteht. Und das ist natürlich eine Frage, die ist ganz zentral in der Physik. Wir wollen verstehen, woraus die Welt besteht. Und um uns dieser Frage jetzt ein bisschen zu nähern, müssen wir uns jetzt hier den Albert nochmal genauer anschauen. Weil Albert hat sich jetzt erstmal so einen schwarzen Anzug und eine Krawatte angezogen.
Und wenn wir verstehen wollen, woraus die Welt besteht, dann können wir auch jetzt uns erstmal fragen, woraus besteht denn der Albert? Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, erstmal zu Hause mitmachen und alle mal auf euren Arm gucken. Ja, wir können jetzt mal auf diesen Arm gucken und dann seht ihr, also ihr seht es nicht, aber ihr könnt es zum Beispiel fühlen, wenn ihr mit der anderen Hand mal euren Arm umschließt und dann mal so ein bisschen den Arm hin und her wackelt, dass ihr Knochen in eurem Arm habt. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal einen Arm gebrochen bei einem Unfall oder habt aus einem anderen Grund ein Röntgenbild gemacht. Da seht ihr, dass man diese Knochen, die in unseren Armen sind, die kann man auch sozusagen mit so einem Röntgenbild fotografieren. Das heißt, ein Teil, aus dem der Albert schon mal besteht, sind Knochen und dann gibt es auch noch Muskeln und es gibt natürlich die Haut und Haare. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn auch diese Knochen, auch diese Muskeln, die sind nochmal aufgebaut aus weiteren Bestandteilen. Und diese Bestandteile sind die Zellen. Und die habt ihr vielleicht auch schon kennengelernt in der Schule, im Biologieunterricht zum Beispiel, spricht man darüber. Und hier seht ihr jetzt so ein Bild, wo so ein Klumpen Zellen abgebildet ist. Und da seht ihr, also jeder dieser einzelnen Klumpen da ist eine Zelle. Aber diese Zellen, hier, jeder dieser einzelnen Klumpen da ist eine Zelle. Aber diese Zellen, die bestehen noch aus Bestandteilen. Da ist innen drin nochmal so ein Kreis, in dem sind auch nochmal Punkte. Und wenn man sich fragt, was ist das, dann merkt man, okay, das ist ein Zellkern. Und in dem Zellkern, da ist was drin, wovon ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt, nämlich unsere DNA, unser Erbgut. Das ist auch manchmal ganz wichtig in Kriminalfällen, um Verdächtige zu identifizieren. Und auch da seht ihr, das hat so eine ganz komplizierte Struktur. Da windet sich was in so einem Kreis. Wir nennen das eine Helix. Und das ist ein Beispiel für ein ziemlich großes chemisches Molekül. Es gibt auch kleinere Moleküle. Da seht ihr ein kleineres Molekül abgebildet hier unten. Und auch das hat nochmal unterschiedliche Bestandteile. Da seht ihr das in verschiedenen Farben. Es gibt schwarze Kugeln, rote Kugeln, weiße Kugeln. Und diese unterschiedlichen Kugeln, die stellen unterschiedliche Atomarten dar. Das ist was vielleicht noch nicht alle von euch kennengelernt haben. Vielleicht haben manche von euch schon mal irgendwie Chemie in der Schule gehabt. Da spielen Atome eine ganz wichtige Rolle. Das sind sozusagen die Bausteine von diesen Molekülen. Jetzt, wir haben angefangen mit der Frage, woraus besteht der Albert? Wir haben gesagt, er besteht aus Knochen, die bestehen aus Zellen, da gibt es dann DNA, Moleküle, Atome. Wir sind sozusagen immer, immer kleiner geworden und haben immer mehr mit immer stärkeren Lupen und Mikroskopen da reingeschaut, um das immer mehr in kleinere Teile zu zerteilen. Und da kann man sich jetzt fragen, wie klein sind wir denn jetzt mittlerweile geworden? Auf was für Längenskalen reden wir denn da? Sind das jetzt irgendwie Meter, Millimeter? Ist das irgendwie so dick wie ein Haar? Das ist ja auch was oft irgendwie verwandt wird als Größenvergleich. Und die Antwort ist, Atome sind ziemlich krass klein. Also wenn ihr euch vorstellt, wir nehmen den Albert und wir stecken den in so eine Schrumpfungsmaschine. Nicht, dass wir die hätten, aber wir stellen uns mal vor, wir haben eine Maschine, die kann alles schrumpfen. Dann müssten wir diese Schrumpfungsmaschine so lange sozusagen den Albert schrumpfen lassen, dass der zu einem Atom kommt. Und dann können wir uns fragen, wie viel kleiner ist der Albert denn jetzt, als er ursprünglich war? Und um das zu verstehen, finde ich es leichter, den Albert sozusagen nicht schrumpfen zu lassen, sondern den groß werden zu lassen. Und zwar genauso viel größer, wie er kleiner werden musste, um zum Atom zu kommen. Also wir haben den ursprünglichen Albert, dann lassen wir die Schrumpfungsmaschine eine Minute lang in die Richtung kleiner laufen, dann ist der sehr viel kleiner. Oder im Vergleich, wir nehmen die Schrumpfungsmaschine und lassen die eine Minute lang in Richtung größer laufen, da wird der sozusagen wieder vergrößert. Und dann wäre der Albert so groß wie ein Zehntel vom Abstand Erde-Sonne. Also das wäre sozusagen irgendwie ein galaktischer Riese, der da durch unser Sonnensystem schreitet. Und das gibt euch ein bisschen eine Idee davon, wie klein diese Atome sind. Also dieser galaktische Riese, der ist im Vergleich zum Original-Albert so groß wie der Original-Albert im Vergleich zum Atom-Albert. Und letzten Endes ist es einfach super, 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 super klein, diese Atome. Aber das ist noch nicht das Ende der Reise. Wir Physiker haben diese Frage, woraus besteht die Welt, sehr, sehr lange gestellt. Und wir haben herausgefunden, dass selbst Atome noch nicht die kleinsten Bausteine der Welt sind. Und das ist was dann zum Beispiel zu Atomkraftwerken geführt hat. Da spaltet man Atome in eben noch was Kleineres. Und man kann sozusagen die Atome noch spalten und dann ist es aber relativ bald vorbei. Dann kommt man irgendwann auf
die Ebene, von der wir Physiker denken, dass es wirklich die grundsätzlichen kleinsten Bausteine sind, die es auf der Welt gibt. Die seht ihr hier. Wir haben das genannt, das Standardmodell der Elementarteilchen. Was das genau ist, ist nicht ganz wichtig. Ich werde euch eines dieser Elementarteilchen genauer vorstellen. Wichtig ist, dass das sozusagen die allerkleinsten Bestandteile dieser Welt sind. Und um die zu sehen, mussten wir nicht so eine Lupe nehmen, wie ihr die jetzt da seht, sondern da mussten wir Maschinen bauen, wir Physiker, die unglaublich kompliziert sind. Weil diese Teilchen so klein sind, muss man eben Maschinen bauen, die unglaublich kompliziert sind und groß tatsächlich, um die zu sehen. Hier seht ihr eine solche Maschine, das ist der sogenannte Atlas-Detektor, der steht in Genf in der Schweiz. Und da habe ich, Foto habe ich sozusagen einfach von der Webseite geklaut. Also das bin jetzt nicht ich da auf dem Foto, sondern das ist ein Mitarbeiter von diesem Experiment. Den habe ich da mit einem Pfeil markiert. Ihr seht, wie klein dieser Mensch im Vergleich zu dieser riesigen Maschine ist. Und diese Maschine, die braucht man, um diese allerkleinsten Teilchen zu sehen. Ja, wir müssen also einen unglaublichen Aufwand betreiben, um diese Teilchen zu sehen. Aber das haben wir gemacht und sind so eben zu diesem Standardmodell der Elementarteilchen gekommen. Und was wir Physiker denken, ist, dass die Welt wirklich aus diesen Elementarteilchen aufgebaut ist. Ein bisschen so wie dieser Lego-Mensch. Ja? Also alles auf dieser Welt ist aus diesen Elementarteilchen aufgebaut. Und zwar die Atome und die Zellen und die Muskeln und die Knochen von mir, von jeder und jedem Einzelnen von euch. Aber nicht nur wir Menschen, sondern auch eure Häuser sind aus denen aufgebaut, die Straßenbahn, die Luft, die wir atmen, alles besteht aus diesen Elementarteilchen, die eben in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen zusammengesetzt werden können, in so einer Art Lego-Modell, nur eben halt sehr viel komplizierter als das normale Lego. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zu unserem Albert und der Frage, die wir eigentlich gestellt haben. Wir haben uns gefragt, mit was müssen wir dieses Handy aufladen, woraus besteht es? Und um diese Frage zu beantworten, brauchten wir eben dieses Standardmodell. Ja, weil, ich werde euch gleich erzählen, dass eines dieser Standardmodellteilchen, das ist ganz wichtig, wenn wir das Handy aufladen wollen. Und dieses eine, was ich da rausgreifen möchte, das sind die Elektronen. Ich habe das Elektron jetzt hier für diesen Vortrag mal als Pinguin dargestellt. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, wie ein Pinguin aussieht, aber ich weiß nicht, wie ein Elektron aussieht. Diese Elektronen, die sind so klein, dass wir von denen keine Fotos machen können. Und noch dazu sind es ganz komplizierte quantenphysikalische Objekte. Also man könnte jetzt sich auf den Standpunkt stellen, wir wissen nicht genau, wie die aussehen, wir machen uns überhaupt kein Bild, aber das ist ein bisschen kompliziert. Und ich mag es einfach, mir diese Elektronen als kleine Pinguine vorzustellen. Ich werde euch nämlich gleich erzählen, dass diese Elektronen manche Eigenschaften mit Pinguinen gemeinsam haben. Die mögen es zum Beispiel, wenn es kalt ist. Und die können wie Pinguine, die haben ja bilden ja auch Kolonien am Südpol, wo sie sich gegenseitig gegen die Kälte schützen. Also Pinguine sind extrem soziale Tiere. Und genauso haben auch die Elektronen ein Sozialleben. Und weil die eben so viel mit Pinguinen gemeinsam haben, finde ich es schön, mir die Elektronen als kleine Pinguine vorzustellen. Also, wenn ich von Elektronenpinguinen rede, was ich dann eigentlich meine, sind diese Elementarteilchen, eines dieser fundamentalen, allerkleinsten Bausteine, aus denen alles in der Welt besteht. Aber wir stellen uns das als Pinguine vor. Und um jetzt die Frage zu beantworten, warum müssen wir Handys aufladen und womit überhaupt, haben wir jetzt im Prinzip schon alle Grundzutaten da. Jetzt müssen wir nur noch die Geschichte erzählen. Und die geht so. In dem Moment, als der Albert heute Morgen sein Handy gefragt hat, wie denn das Wetter wird, da musste das Handy ein bisschen ackern. Ja, das hat irgendwie sich mit dem Internet verbunden und dann hat es auf so einem Internetserver nachgefragt, wie denn das Wetter heute wird hier in Dresden. Und dann hat der Server was zurückgeschickt und das musste noch verarbeitet werden. Und das ist ein bisschen anstrengend. Das Handy hat dabei sozusagen ein bisschen Sport gemacht. Und dass ein Handy Sport macht, wenn ihr das benutzt, das merkt ihr, wenn ihr, na, wahrscheinlich noch nicht bei der Wetter-App, aber wenn ihr zum Beispiel ein Handyspiel spielt, relativ lange, dann merkt ihr, dass das Handy warm wird. Und das ist im Wesentlichen genau das Gleiche, wie das, was passiert, wenn wir Sport machen. Da wird nämlich irgendwie Energie umgesetzt und wird im Schluss als Wärme abgegeben. Und das passiert beim Handy genauso wie bei diesem Basketballspieler. Und genau wie bei Sportlern ist es so, dass
wenn man sehr viel Sport gemacht hat, wenn man sich sehr viel angestrengt hat, dann ist man irgendwann erschöpft. Und das ist genau das, was passiert, wenn das Handy euch anzeigt, dass es keinen Akku mehr hat, dass es jetzt aufgeladen werden möchte. Und aufgeladen werden möchten, das heißt fürs Handy, genau wie für die Sportler, dass man einfach wieder frische Energie braucht. Man braucht irgendwie wieder was, man muss wieder was zu sich nehmen, damit man danach wieder Sport machen kann. Also beim Handy ist es nicht so ein leckerer Teller Nudeln, wie ihr den vielleicht nehmt, sondern Handy brauchen Energie in einer Form, die wir elektrische Energie nennen. Das ist auch ein relativ abstraktes Konzept, aber wir können uns das einfach als so einen Haufen Fische vorstellen. Wenn das Handy Sport gemacht hat, wenn es irgendwie, wenn ihr damit sehr lange gespielt habt oder eben wie der Albert, wenn man es nicht aufgeladen hat und dann die Wetter-App startet, dann ist es sehr schlapp und es braucht neue Energie. Jetzt diese elektrische Energie, diese Energiefische, die werden gefangen sozusagen oder hergestellt in Kraftwerken. Seht hier rechts oben auf dieser Folie seht ihr ein Foto von einem Kraftwerk. Und was Kraftwerke machen, ist, das produziert einfach den ganzen Tag Energiefische. Und diese Energiefische, die müssen jetzt noch zum Handy kommen. Damit die Energiefische zum Handy kommen, gibt es zum einen erstmal solche hier so Überlandkabel, die verbinden das Kraftwerk mit eurer Steckdose. Und dann, um die Steckdose noch mit dem Handy zu verbinden, nutzt ihr das Ladekabel. Und das ist schön, da gibt es also so ein Kabel, aber irgendwie müssen diese Fische ja noch in das Handy kommen. Und dafür nutzen wir unsere kleinen Elektronenpinguine. Ja, die Elektronenpinguine, die tragen die Energie zum Handy. Die bewegen sich also erst durch das Überlandkabel und dann durch euer Ladekabel und kommen dann im Handy an und da geben die den Fisch ab. Und wenn sich diese Elektronen bewegen, dann nennen wir das einen elektrischen Strom. Wenn ihr da genau aufpasst, könnt ihr mal eure Ladekabel euch auch anfassen und ihr merkt, dass die auch warm werden dabei. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, wenn solche elektrischen Geräte warm werden, dann ist es so ein bisschen so, wie wenn die Sport gemacht haben. Und dann kann man sich jetzt fragen, ich verstehe irgendwie, dass mein Handy Sport machen muss, wenn ich da lange irgendwie eine Spiele-App spiele. Aber warum wird denn das Ladekabel jetzt warm? Was ist denn da los? Und um das zu verstehen, müssen wir uns den Weg von so einem Elektronenpinguin mit seinem Fisch über das Kabel mal genauer anschauen. Das Kabel, das ist ein Weg, aber das ist wie so ein, also ist nicht wie eine ganz glatte Autobahn, sondern ist eher wie so ein rumpeliger Feldweg. Da sind überall kleine Hindernisse. Die habe ich jetzt hier mal dargestellt mit solchen kleinen Eisblöcken, die dem Pinguin im Weg liegen. Das könnten irgendwelche Atome sein, die nicht am richtigen Platz sind zum Beispiel oder sonst irgendwie eine Verunreinigung oder sowas. Und die sorgen dafür, dass der Elektronenpinguin nicht einfach so glatt durchrutschen kann, sondern wenn immer wenn der zu so einem Hindernis kommt, dann muss der da sozusagen drüber hüpfen. Ja? Und das kennt ihr natürlich auch, wenn ihr sehr viel hüpft, dann ist es auch irgendwie Sport und anstrengend. Und das sorgt dafür, dass dieser Elektronenpinguin unterwegs, kriegt er schon Hunger und muss einen kleinen Teil von der Energie selbst verbrauchen. Also der knabbert den Fisch an und wenn der beim Handy ankommt, dann kriegt das Handy einfach nur noch angeknabberte Fische. Und der restliche Teil der Energie, der verbrauchte Teil, also sozusagen der abgeknabberte Teil vom Fisch, der wird einfach wieder in Wärme verwandelt und das ist das, was man da merkt. Und dieses Prinzip, dass man aus Strom Wärme machen kann oder dass aus Strom Wärme macht, das ist was das ist einfach so und das ist jetzt erstmal nicht gut oder schlecht. Manchmal ist es was ihr sogar nutzen wollt. Ja? Also wenn ihr euch die Haare föhnt zum Beispiel, dann steckt ihr den Föhn in die Steckdose und was da passiert ist, dass aus Strom Wärme gemacht wird und natürlich noch Wind und ihr euch so die Haare trocknen könnt. Oder die meisten von euch werden so wie ich auch einen Elektrobackofen haben. Wenn ihr euch so eine Pizza in den Backofen schiebt und den Backofen anmacht, dann kommt Strom aus der Steckdose in euren Backofen und macht den Backofen warm, sodass ihr eine schöne Pizza habt. Oder wenn ihr einen Wasserkocher anmacht, genau das gleiche Prinzip, Wärme aus Strom. Und das ist gut, aber das sind eben nur drei Beispiele. Und es gibt ganz viele andere Beispiele, wo wir das eigentlich gar nicht wollen, wie zum Beispiel dieses Ladekabel. Wir nutzen ja jetzt nicht Ladekabel, um unsere Zimmer zu heizen, sondern diese Wärme, die da passiert, das ist einfach nur noch sozusagen unnötiger Wärmeverlust. Und da kommt jetzt die Supraleitung ins Spiel. Die wurde entdeckt im Jahre 1911
in einem Material, was Quecksilber heißt, von diesem netten Herrn hier. Der heißt Heike Kammerling-Onnes und ist ein Niederländer. Und der hat ein Experiment gemacht, dass er dieses Quecksilber, hat er Strom durchgeschickt und er hat gemessen, wie viel elektrischen Widerstand hat es, also wie warm wird es im Prinzip, wenn er da Strom durchschickt. Und das hat er gemacht bei Raumtemperatur und dann hat das irgendwie ein bisschen kälter gemacht, sozusagen im Winter auf dem Balkon und dann hat das in den Kühlschrank gesteckt. Und so hat er immer kälter getestet, bis er irgendwann bei einer richtig kalten Temperatur angekommen ist, minus 270 Grad. Und was er da gesehen hat, ist, dass dann plötzlich kein Widerstand mehr war. Also das hier ist sozusagen das originale Messprotokoll. Auf dieser Achse hier, auf der Y-Achse, wie wir sie nennen, hat er den Widerstand eingetragen und auf der anderen Achse, der X-Achse, hat er die Temperatur eingetragen und dann hat er gesagt, hier irgendwie bei minus 269 Grad, da hat er noch irgendeinen Widerstand gehabt. Das ist diese Linie, die ihr da seht. Und dann plötzlich bei minus 270 Grad, wupp, bricht der Widerstand auf Null ein. Und das bedeutet, dass wenn das Material kälter ist als minus 270 Grad, dann gibt es keinen Widerstand mehr. Dann wird das Kabel, dann wird das Quecksilber nicht mehr warm, wenn da Strom durchgeschickt wird. Und das ist natürlich super, weil das bedeutet, dass da Strom fließt. Diese Elektronenpinguine bewegen sich da durch, aber sie machen das, ohne dass sie dafür Sport treiben müssen. Und das ist natürlich super cool, weil wir wollen ja gerade nicht, dass die da Sport treiben müssen. Wir wollen ja nicht unnötigen Energieverlust während des Stromflusses haben. Aber dann natürlich war die nächste Frage, warum ist das so? Und das war ziemlich lange eines der großen Rätsel der Physik und es hat tatsächlich Jahrzehnte gedauert, bis wir das so richtig verstanden haben. Und was wir in diesen Jahrzehnten dann rausgefunden haben als Physiker ist, dass dieses Phänomen, Stromfluss ohne Widerstand, ohne Energieverlust, dass das beruht auf dem Sozialverhalten von Elektronen. Und um euch das jetzt ein bisschen näher zu erklären, müssen wir zurückkommen zu unseren Elektronen. Die sind normalerweise leider Einzelgänger. Also die mögen es nicht so gern, wenn es warm ist. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich mag die gerne als Pinguine mir vorstellen, weil die auch Kälte mögen. Was ich damit meine ist, wenn es warm ist, dann arbeiten die nicht so gerne zusammen, diese Elektronen. Aber wenn es schön kühl ist, dann rücken die so richtig zusammen und fangen an, sozial zu werden. Und Supraleitung passiert dadurch, dass die Elektronen im Team zusammenarbeiten und so Widerstand überwinden. Wenn sie nämlich alle zusammenarbeiten, dann können sie diese Hindernisse ganz einfach überwinden und müssen nicht mehr über diese Hindernisse hüpfen. Und das nennen wir dann Supraleitung. Der Heike Kammerling-Onnes, hatte ich euch ja eben gesagt, der hat es entdeckt bei minus 270 Grad. Dafür braucht man irgendwie einen super Kühlschrank. Und eine der großen Aufgaben in der Festkörperphysik ist, Materialien zu finden, bei denen das schon früher passiert. Und wir kennen heute Materialien, die das zum Beispiel bei minus 135 Grad Celsius machen. Das ist zwar nur noch halb so kalt wie das Quecksilber, wo es ursprünglich entdeckt wurde, aber natürlich sind minus 135 Grad Celsius immer noch viel, viel kälter als alles, was ihr zu Hause mit Kühlschränken erreichen könnt oder mit Gefrierschränken. Und das heißt, dass wir immer noch einen großen Weg vor uns haben als Physiker in der Entwicklung dieser Materialien. Wir wollen also Supraleitung bei Raumtemperatur finden. Wir wollen diese Pinguine dazu bringen, dass sie schon bei Raumtemperatur sozial werden und gemeinsam diese Hindernisse überwinden, weil dann könnten wir Strom durch Kabel schicken, ohne dass es einen unnötigen Energieverlust gibt. Das ist das erste Thema, über das ich mit euch reden will. Supraleitung. Das zweite Thema ist der Quantencomputer. Und das ist jetzt sozusagen die zweite und letzte Hälfte meiner Vorlesung. Und auch da geht es wieder um das Sozialverhalten von Elektronen. Okay, da können wir jetzt zurückkommen zu unserem Albert. Der hat sein Handy mittlerweile geladen und fragt also nochmal, wie wird das Wetter? Scheint die Sonne? Und das Handy sagt, nein, du musst leider den Regenschirm mitnehmen. Und das hat jetzt eine kleine Weile gedauert. Ja? Ich hatte in der Animation, habe ich euch so ein Warterädchen angeschaltet. Und ihr wisst natürlich, wenn ihr ein altes Handy habt, dann ist es irgendwie langsamer als die neuen Handys. Das heißt, die Wetter-App funktioniert irgendwie nicht so flüssig beim alten Handy. Und beim neuen geht es aber irgendwie besser. Eure Spiele funktionieren bei neuen Handys besser.
Und genauso wie der Albert vielleicht nicht mehr auf seine Wetter-App warten möchte, wollt ihr, dass eure Handys und Computer immer schneller werden. Und dann kauft ihr euch einfach irgendwie nach einer gewissen Zeit oder fragt eure Eltern, dass sie euch nach einer gewissen Zeit ein neues Modell kaufen. Und was in der Zwischenzeit sozusagen zwischen dem Kauf des alten Handys und dem Kauf des neuen Handys passiert ist, ist, dass die Technologie einfach weiterentwickelt wurde. Physiker und Ingenieure haben daran gearbeitet, diese Handys und Computer schneller zu machen und diese Computerchips, die da drin sind, zu verbessern. Und das ist was sozusagen ein generelles, ganz wichtiges Ziel ist. Wir wollen, dass die Handys und Computer immer schneller werden, nicht einfach nur, damit die Wetter-App schneller funktioniert, sondern weil wir die natürlich auch für viele andere Dinge nutzen, für Autos, die selbst fahren können zum Beispiel. Da brauchen wir ganz schnelle Computerchips. Und so gibt es ganz viele Themenbereiche, wo eben schnelle Computer und Handys einfach auch sehr wichtig und hilfreich sein können. Und um zu verstehen, wie wir Handys und Computer irgendwie schneller machen können, will ich euch auch nochmal kurz erzählen, was eigentlich so ein Computer ist. Und um das, was ich euch jetzt gleich als erstes erzähle, nämlich die Computer, die ihr jetzt heutzutage so vor euch habt, abzugrenzen von den Quantencomputern, von denen ich euch nachher erzählen will, muss ich euch noch eine kleine Begrifflichkeit einführen. Wir Physiker nennen diese Computer, die wir so vor uns haben, auch der Computer, mit dem ich jetzt zu euch spreche, die nennen wir einen sogenannten klassischen Computer. Und das ist sozusagen einfach nur die Abgrenzung zum Quantencomputer, der nachher kommt. Also was ist eigentlich so ein klassischer Computer? Ein klassischer Computer, der hat irgendwie einen Bildschirm und dann gibt es eine Tastatur und da kann man da was eingeben. Man kann den zum Beispiel fragen, was ist denn bitte 3 mal 5 minus 7, minus 8? Und dann rechnet der wieder und sagt uns, oh, das ist 7. Was Computer also machen, ist, die verarbeiten Daten. Dieses 3 mal 5 minus 8, das war irgendwie eine Eingabe und ein Überbegriff für sowas ist einfach Daten. Und dieses Datenverarbeiten, das ist sehr hilfreich. Das 3 mal 5 minus 8 hättet ihr wahrscheinlich alle auch so noch im Kopf hinbekommen. Aber was der Albert vorhin gemacht hat, dass der einfach sein Handy gefragt hat, wie wird das Wetter, das war im Prinzip genau das Gleiche. Der hat da seine Wetter-App gefragt, wie wird das Wetter. Da gab es eine Eingabe, hatte was mit seinem Handy gemacht. Und dann hat das Handy irgendwie selbst diese Eingabe verarbeitet, hat dann sozusagen daraufhin irgendwie sich mit dem Internet verbunden und die Wetterdaten abgeholt aus dem Internet. Und am Schluss hat das Ergebnis von seinem ganzen Arbeiten dann wieder übersetzt in eine Antwort, die es dem Albert gegeben hat, nämlich nimm besser den Regenschirm mit. Also dieses Datenverarbeiten, das muss nicht immer so was Abstraktes, Mathematisches sein, sondern das ist im Allgemeinen halt was ihr auch im Alltag nutzt. Und um jetzt zu verstehen, warum wir Quantencomputer cool finden, müssen wir verstehen, wie klassische Computer das machen, diese Daten zu verarbeiten. Und zwar machen sie das in einem System, was wir Bits nennen. Ja, also die übersetzen intern diese Frage, die der Albert gestellt hat, scheint die Sonne, in Nullen und Einsen. Und das heißt, dass irgendwelche Daten, die ihr da reingibt, die werden nach einem festgelegten Prinzip eben in solche Einsen und Nullen übersetzt. Und die Frage, scheint heute die Sonne, sieht dann zum Beispiel irgendwie so aus. Weil Einsen und Nullen jetzt aber schon wieder so viel mit Mathe zu tun haben, will ich das jetzt einfach mal in Bilder übersetzen. Bits bedeutet, es gibt zwei Möglichkeiten. Also die können wir jetzt 1 oder 0 nennen, aber wir können die auch blau oder rot nennen. Und blau oder rot finde ich irgendwie direkt viel sympathischer. Computer verarbeiten Daten also in entweder blauen oder roten Kugeln. Und was wir machen, wenn wir eine Frage stellen, ist, dass wir denen sozusagen ein Set von Kugeln geben. Und die verarbeiten die dann dadurch, dass die irgendwie neu mischen. Und dann kommt ein Endergebnis raus, was sie dann wieder von blauen und roten Kugeln zurück übersetzen in irgendwie eine Form, die wir Menschen verstehen können. Also zum Beispiel zeigt das Handy dann einen Regenschirm an. Okay, also klassische Computer verarbeiten Daten in Bits und diese Bits, die haben nur zwei mögliche Werte, blau oder rot. Und was wir Physiker jetzt vorschlagen, ist, dass wir anstatt, also okay, nochmal einen Schritt zurück. Was passiert, wenn ihr euch ein neues Handy kauft im Vergleich zum alten ist, dass euer neues Handy, das kann einfach mehr von diesen blauen und roten Kugeln speichern und es kann die schneller durcheinander mischen. Ja, das ist also die Technologie, die es schon gibt, weiterentwickelt. Und was wir Physiker vorschlagen, ist, dass wir was grundsätzlich anderes machen.
Wir wollen nicht einfach nur mehr von diesen blauen und roten Kugeln, sondern wir wollen grundsätzlich neu darüber nachdenken, wie man Informationen verarbeitet, weil wir glauben, dass man so einen viel größeren Fortschritt darin machen kann, wie wir eben Computer und Handys schneller machen können. Und das fassen wir zusammen in dem Begriff eines Quantencomputers. Also was ist so ein Quantencomputer? Ein Quantencomputer ist auch ein Computer, der ist auch eine Maschine, die Daten verarbeitet, aber für diese Verarbeitung der Daten eben nicht mehr nur blaue und rote Kugeln nutzt, so wie unsere bisherigen klassischen Computern, sondern Quantenphysik. Okay, was ist jetzt Quantenphysik? Um Quantenphysik so ein bisschen einzuordnen, wir haben jetzt nicht die Zeit, dass ich euch Quantenphysik erzähle, was das genau alles ist. Da muss man tatsächlich eigentlich leider Physik für studieren oder mindestens irgendwie in der Oberstufe noch Physik haben. Da lernt ihr das vielleicht auch. Aber so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, will ich euch nochmal so einordnen, wie wir Physiker über die Welt nachdenken. Ich hatte euch vorhin schon gesagt, eine Sache, die wir Physiker gerne machen, ist, dass wir verstehen, woraus besteht die Welt. Und da gehen wir zu immer kleineren Skalen. Wir hatten da irgendwie die Zellen und die Atome und dann eben dieses Standardmodell der Elementarteilchen. Da sind wir ausgegangen von der normalen Welt und dann sind wir immer kleiner gegangen. Wir können auch immer größer werden. In der normalen Welt, da kennt ihr, habt ihr irgendwie so zum Beispiel Billardkugeln und die eine stößt die andere. Das ist so klassische Physik, die ihr kennt. Die kennt ihr auch ganz intuitiv. Wenn ihr Fußball spielt zum Beispiel, da wisst ihr, wenn ich den Ball dahin trete, dann fliegt er irgendwie so und so weit, ungefähr zumindest. Und das ist Physik, die ihr in eurem Körper sozusagen schon fühlt. Und davon ausgehend kann man jetzt eben entweder kleiner werden oder man kann größer werden. Man kann dann vorstoßen in das, was wir Relativitätstheorie nennen. Da geht es um Objekte, die irgendwie sehr groß sind, sehr schnell, sehr schwer, also irgendwie Sterne und Galaxien und sowas. Da wird die Relativitätstheorie wichtig. Und wenn wir anstatt immer größer zu werden, immer kleiner werden, dann sprechen wir von der Quantenphysik. Alles ist da sehr, sehr klein. Da geht es eben um Atome und um Elektronen, unsere kleinen Pinguine. Und diese beiden Gegenpole zur klassischen Physik, das ist in einem gewissen Sinne nichts anderes als das, was ich euch da gezeigt hatte, als wir uns vorgestellt haben, wie viel kleiner muss der Albert denn werden, um Atom zu sein und wie viel größer wäre der denn, wenn ich den genauso viel wachsen lassen würde in die andere Richtung. Und da habt ihr schon genau diese beiden Kategorien gesehen, entweder was ganz Kleines, Atome, und jetzt kann ich euch sagen, da spielt die Quantenmechanik eine Rolle, oder eben was Riesengroßes, irgendwie so Galaxien und Sonnensysteme, und da spielt die Relativitätstheorie und so Gravitation und sowas eine Rolle. Wir wollen uns jetzt aber eben wieder fokussieren auf dieses ganz Kleine, weil da eben die Quantenphysik wichtig ist. Und die Quantenphysik ist sehr, sehr seltsam. Ich glaube, das ist die ganz das ganz ehrliche Statement dazu. Ich finde Quantenphysik tatsächlich also sehr, sehr schön auch, aber sie ist schon auch sehr, sehr seltsam. Und ich glaube, ich mache deswegen Quantenphysik als Beruf, weil ich das so unglaublich spannend finde, wie das funktionieren kann, obwohl es so seltsam ist. Also letzten Endes ist ein großer Quell von Freude für mich in diesem Beruf, zu verstehen, wie diese Quantenphysik funktionieren kann. Weil wenn man das erste Mal hört, dann denkt man, das kann doch gar nicht sein. Eine Sache, die das vielleicht ganz schön illustriert, ist folgendes Prinzip. In der Quantenmechanik können, oder in der Quantenphysik, da können, kann alles mehrere Zustände gleichzeitig annehmen, sagen wir. Und bildlich gesprochen kann der Albert also nicht nur da stehen mit seinem Anzug und Schlips, sondern er kann auch irgendwie einen Meter weiter rechts stehen und Schlittschuhe anhaben. Und gleichzeitig kann der auch noch irgendwie noch völlig unangezogen weiter links stehen. Und das passiert nicht irgendwie nacheinander, sondern es passiert gleichzeitig. Das nennen wir Quantensuperposition. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was, das habe ich jetzt nicht verstanden, dann habt ihr eigentlich schon sehr viel verstanden. Was ich euch nämlich sagen möchte, ist, Quantenphysik ist sehr, sehr seltsam, aber auch irgendwie ziemlich cool. Wenn ihr mehr zu Quantenphysik verstehen wollt, und ich habe jetzt leider nicht die Zeit, euch da noch sehr viel mehr zu sagen, weil ich will ja noch zum Quantencomputer kommen, dann empfehle ich euch das Handyspiel Katze-Kuh. Dieses Handyspiel Katze-Kuh, das haben wir tatsächlich an der TU Dresden selbst entwickelt, zusammen mit der Uni in Würzburg. Und es ist ein Handyspiel gemacht für Kinder in eurem Alter,
das Quantenmechanik und Quantenphysik versucht, so ein bisschen spielerisch zu erklären. Also wenn ihr euch dieses Spiel Katze Kuh runterladet, dann könnt ihr mehr über Quantenphysik noch erfahren. Und wir sind ziemlich stolz, dass dieses Spiel auch schon mit Spielepreisen ausgezeichnet wurde. Zum Beispiel mit dem Spielepreis Goldener Spatz. Das ist ein Spielepreis, der von Kindern verliehen wurde. Also da haben wir sozusagen von Kindern wurde uns gesagt, dass das Spiel sehr gut ist. Und deswegen möchte ich euch das jetzt auch empfehlen. Obwohl es um Quantenphysik geht, ist es was, was wirklich viel Spaß macht, wo ihr spielerisch Aufgaben und Rätsel löst und noch was über Quantenphysik lernt. Okay, zurück zum Thema. Wir wollen zum Quantencomputer kommen. Und ich hatte euch ja gesagt, eine Sache, die in der Quantenphysik irgendwie vorkommt, ist, alles kann mehrere Zustände haben. Und genau das wollen wir jetzt verwenden, um den Computer weiter zu entwickeln. Ich hatte euch gesagt, dass ein normaler Computer, so wie er vor euch steht, oder auch eure Handys, ist genauso, verarbeitet Daten in diesen Bits und es kann zwei mögliche Werte haben. Es kann entweder blau oder rot sein. Ein Quantencomputer, der arbeitet grundsätzlich anders. Da ist die Grundeinheit nicht ein normales Bit, sondern ein sogenanntes Quantenbit. Und das kann viele Werte gleichzeitig haben. Und deswegen male ich das hier mit so einem Regenbogen. Und weil Quantenbit ein schrecklich langes Wort ist und wir Physiker ziemlich faul, nennen wir das ein Qubit. Also so ein Qubit hat viele Werte gleichzeitig. Es ist nicht nur blau oder rot, sondern es ist gleichzeitig rot und blau und grün und gelb und orange. Und das kann es sein, weil Quantenmechanik das erlaubt. Und was wir jetzt vorschlagen ist, wir wollen unsere Computer und Handys schneller machen. Nicht dadurch, dass die mehr von diesen blauen und roten Kugeln schneller durcheinander wirbeln können, sondern dass wir grundsätzlich neue Kugeln verwenden, nämlich solche Kugeln, die viele Farben gleichzeitig haben, solche Quantenkugeln, und mit denen dann den Computer rechnen lassen. Und das ist die Stelle, an denen wieder Elektronen wichtig werden. Man kann Quantencomputer mit verschiedenen möglichen quantenphysikalischen Bauelementen sozusagen bauen, aber eines sind wieder diese sozialen Elektronen. Und da kommen wir jetzt zum Ballett. Man kann nämlich so einen Quantencomputer dazu mitbauen, dass man den Elektronen in dem, diesen Elektronenpinguinen in dem Quantencomputer beibringt, so eine Art Ballett zu tanzen. Was wir damit meinen, ist, dass sich diese Elektronenpinguine bewegen. Und zwar, sie bewegen sich auf eine ganz komplexe Art miteinander. Sie gucken sozusagen, was machen die Elektronenpinguine links und rechts von mir? Gehen die jetzt auf mich zu? Gehen die von mir weg? Und je nachdem bleibe ich irgendwie stehen oder ich gehe mit in die eine Richtung oder ich drehe mich um mich selbst. Da gibt es sozusagen festgelegte Regeln, nach denen die sich bewegen. Aber sie bewegen sich sozusagen alle zusammen, genau wie beim Tanzen. Und es ergibt ein komplexes Gesamtbild. Und wie wenn ihr tanzt, das ist ja nicht ein statisches, was immer gleich bleibt, sondern die Leute oder hier in unserem Fall die Elektronenpinguine, die bewegen sich durcheinander. Wenn man sich das anschaut, ändert sich das, was man sieht, die ganze Zeit. Aber es ist immer so, dass es zusammenpasst und irgendwie zum Takt der Musik passt und einfach ein schönes Gesamtbild ergibt. Und das kann man nutzen, um auch wieder Informationen zu verarbeiten. Dieses Bild von dem Tanzen habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es hat dieser nette Herr hier gesagt. Das ist Chao Gang Wen. Und das ist sozusagen einer der besten Forscher in dem Gebiet, der sich das hier ausgedacht hat mit dem Tanzen. Und so könnt ihr euch das wirklich vorstellen. Ja? Die Elektronen bewegen sich alle zusammen mit komplexen Regeln durcheinander, sodass sich immer wieder neue Muster ergeben. Und dadurch kann man dann eben Informationen in so einem Quantencomputer verarbeiten. Wenn wir jetzt so einen Quantencomputer haben, was kann der denn dann? Und die eigentliche Frage ist nicht, was kann der, sondern was kann der besser als die Computer, die wir jetzt haben? Weil die wir haben, haben wir ja schon. Wenn wir einen neuen entwickeln wollen, dann müssen wir ja irgendwie einen Grund dafür haben. Und tatsächlich gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von Vorschlägen, was so ein Quantencomputer machen kann. Der kann zum Beispiel Datenbanken durchsuchen. Datenbanken durchsuchen klingt jetzt erstmal furchtbar langweilig, aber das ist auch was extrem hilfreich ist. Ja? Wenn ihr also zum Beispiel irgendwie was googelt, dann ist es nichts anderes als eine Datenbank durchsuchen. Ihr geht zur Suchmaschine eurer Wahl, gebt da euren Suchbegriff ein und was die Suchmaschine macht, ist, die geht einfach sozusagen, da gibt es eine riesen, wie so ein riesen Lagerhaus von Informationen und dann guckt es,
ah, hier, ihr habt diese Frage gestellt, dazu passt diese Information, die gebe ich euch jetzt mal als Antwort auf diese Suchanfrage auf meine Webseite. Das ist Datenbanken durchsuchen. Und was ein Quantencomputer kann, ist, der kann das eben sehr, sehr viel schneller als ein klassischer Computer. Eine andere Anwendung für Quantencomputer ist Verschlüsselung. Da ist sozusagen das Stichwort Verschlüsselung knacken. Und wenn ich sage Verschlüsselung, dann meine ich damit zum Beispiel die, also elektronische Verschlüsselung zum Beispiel, wenn ihr Chatprogramme nutzt, dann gibt es oft sozusagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, heißt das, dass ihr eine Nachricht schreibt und die kann nur die Person lesen, an die sie geschickt wurde, und es kann niemand sonst die lesen, kein Hacker kann die sozusagen einfach mitlesen. Das heißt verschlüsselte Information. Ist natürlich auch zum Beispiel ganz wichtig, wenn ihr im Internet was bezahlt, da muss man auch seine Bankdaten irgendwie hin und her schicken, und damit jetzt nicht irgendwie ein Gauner die Bankdaten mitschneidet und dann von eurem von eurem Konto das Geld abbucht, müssen auch diese Banktransaktionen, das Online-Shopping muss verschlüsselt passieren, und ein Quantencomputer kann diese Verschlüsselung knacken. Ja, also normale Computer können das nicht, aber ein Quantencomputer könnte das. Und tatsächlich geht die Geschichte noch weiter. Quantencomputer können auch eine neue Art von Verschlüsselung machen, die dann wieder sicher wäre. Und die dritte Anwendung, über die ich reden möchte, ist Quantenphysik simulieren. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch sozusagen zum Potenzial von so einem Quantencomputer sagen, zu den möglichen Anwendungen. Es gibt eine Reihe von Anwendungen. Ich gebe euch jetzt hier nur eben die drei: Datenbanken durchsuchen, Verschlüsselung knacken und Quantenphysik simulieren. Es gibt noch ein paar andere. Aber das volle Potenzial ist noch gar nicht klar, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir noch gar keine Quantencomputer, die richtig gut funktionieren. Und solange wir die Dinger noch nicht haben, können wir sie auch noch nicht so richtig testen. Das heißt, vielleicht können die noch sehr viel mehr Gutes tun. Ich möchte jetzt aber euch an einem konkreten Beispiel erzählen, warum ich glaube, dass es total gut wäre, solche Quantencomputer zu haben. Und das ist Quantenphysik simulieren. Okay. Und wenn ich sage Quantenphysik simulieren, dann meine ich damit, dass wir eben verstehen wollen, was passiert, wenn wir uns so ganz kleine Strukturen anschauen, so Atome, Elektronen, Moleküle. Die sind sehr, sehr klein. Und wenn Dinge sehr, sehr klein sind, dann ist diese Quantenphysik wichtig. Dann ist wichtig, dass Dinge gleichzeitig an mehreren Orten sein können, so seltsam das klingt. Und diese ganz kleinen Strukturen, Atome, Elektronen, Moleküle, die sind was, die ihr, obwohl ihr es vielleicht gar noch nicht wusstet, eigentlich ganz gut kennt und auch manchmal nutzt. Zum Beispiel dieses chemische Molekül da, das heißt Acetylsalicylsäure, ein ziemlich langes und kompliziertes Wort, aber ihr kennt das wahrscheinlich unter dem Namen Aspirin. Aspirin sieht so aus. Ja? Also wenn ihr so eine Aspirintablette nehmt, dann ist der Anteil an der Tablette, der macht, dass ihr keinen Kopfweh mehr habt, ist ja, also es ist ein Schmerzmittel, das, was macht, dass ihr keinen Kopfweh mehr habt, ist genau dieses chemische Molekül. Das setzt sich irgendwo in eurem Körper an eine bestimmte Stelle und dann tut es nicht mehr weh. Das heißt, diese chemischen Moleküle, die sind wichtig für Medikamente. Und jetzt Aspirin ist natürlich gegen Kopfweh, aber man kann sich jetzt alle möglichen Krankheiten vorstellen, für die es noch keine guten Medikamente gibt. Und da wollen wir natürlich eben neue Medikamente entwickeln, um die besser zu heilen, um die schneller zu heilen, oder für manche Krankheiten, für die es noch gar keine gute Behandlung gibt, die überhaupt heilen zu können. Und das heißt, wir müssen über diese chemischen Moleküle nachdenken und verstehen, wie die funktionieren, damit wir dann uns überlegen können, wie wir die in der Medizin einsetzen können, um Medikamente zu entwickeln. Und wenn wir chemische Moleküle verstehen wollen, dann müssen wir also quantenmechanische Objekte verstehen und eben Quantenmechanik optimalerweise in so einem Computer gut simulieren können. Jetzt, das Problem ist, dass unsere klassischen Computer, die wir hier haben, selbst die riesigen Supercomputer, die vielleicht irgendwie in Rechenzentren stehen, für die ist Quantenmechanik super schwer. Genauso wie sie für uns super schwer zu verstehen ist, für uns Menschen, ist es für die normalen Computer super schwer, Quantenmechanik richtig zu berechnen, weil Quantenmechanik einfach extrem kompliziert ist.
Und die Hoffnung ist, dass Quantencomputer das sehr, sehr viel besser können als klassische Computer, weil die Quantenphysik da ja schon eingebaut ist. Die arbeiten ja schon mit der Quantenphysik. Wir müssen die denen gar nicht erst beibringen. Und deswegen denken wir, dass die sehr viel besser geeignet sind, um zum Beispiel neue Medikamente zu entwickeln als bisher. Und nur, um euch mal ein bisschen zu zeigen, wo wir da so stehen, es gibt schon erste Experimente, wo Quantencomputer benutzt wurden, um zum Beispiel hier, da wurde so ein einfaches chemisches Molekül simuliert und dann haben die sich gefragt, okay, wie weit sind denn diese Atome da auseinander? Und das konnten die mit dem Quantencomputer berechnen. Ich kann euch jetzt verraten, dass das noch keine besonders bahnbrechende Erkenntnis ist, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und wenn wir die jetzt weiterentwickeln, diese Quantencomputer, dann kommen wir hoffentlich irgendwann dahin, dass wir zum Beispiel eben Quantenphysik simulieren können und damit hoffentlich neue Medikamente entwickeln können. Aber da sind wir noch nicht. Und warum sind wir da noch nicht? Diese Quantencomputer, das sind noch ganz erste rudimentäre Prototypen, die haben viele Probleme und das Hauptproblem, das heißt Dekohärenz. Dekohärenz bedeutet, wir haben diese wunderschönen Qubits, diese Regenbogenkugeln, die gleichzeitig rot und gelb und blau und grün sind. Und dieses Farbmuster, was wir da eingespeichert haben, das ist zwar super, aber das hält nur tatsächlich nur super kurz, so vielleicht ein paar hundert Mikrosekunden. Nach ganz kurzer Zeit werden diese Kugeln sozusagen grau und diese ganze schöne Information, die wir da gespeichert haben, die ist einfach verloren. Und das ist natürlich schlecht, ja? Wenn wir einen Computer haben, wo wir es speichern wollen und nach ein paar hundert Mikrosekunden ist die Information verloren, ist nicht cool. Deswegen müssen wir an dem Problem insbesondere noch super viel arbeiten. Und wenn wir es schaffen, diese Qubits länger haltbar zu machen, dann kommen wir in einen Bereich, wo Quantencomputer wirklich richtig gut arbeiten können und hoffentlich eben ganz neue Entwicklungen möglich machen. Okay, als letztes möchte ich euch jetzt noch erzählen, dass es zwar diese Quantencomputer-Prototypen gibt, die sind noch nicht perfekt, aber es gibt die und ihr könnt euch die tatsächlich schon anschauen. Wie sehen die also aus? Die sehen so aus. Das hier ist einer dieser Quantencomputer-Prototypen. Und ich finde, dass die ziemlich cool aussehen. Sehr kompliziert, irgendwie ziemlich golden, ganz viele Kabel. Das ist wirklich Physik in seiner besten Form. Ein total komplexes Experiment, super spannende Physik. Und das gibt's. Ja, das gibt's. Das steckt man in solche großen Tonnen. Hier seht ihr ein paar Menschen, die daran arbeiten. Und diese Tonnen seht ihr hier nochmal ein kleines bisschen besser auf diesem Bild. Diese Tonnen, das sind sozusagen solche Superkühlschränke, die dafür sorgen, dass wir eben minus 270 Grad kalt machen können. Dafür braucht man solche Superkühlschränke, die in so einem ganzen Physiklabor stehen, wo es super viele Maschinen drumherum gibt, die dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Das ist also nichts, was ihr zu Hause machen könnt. Aber ihr könnt die von zu Hause steuern. Diese Quantencomputer, die sind nämlich, wurden von IBM entwickelt. Und IBM hat ein paar von denen ans Internet angeschlossen. Und ihr könnt hier auf dieser Webseite, da könnt ihr euch einen Account machen. Und dann könnt ihr den Quantencomputern eine kleine Quantenrechenaufgabe stellen. Und dann machen die das für euch. Das heißt, es gibt diese Prototypen. Die sind zwar noch nicht perfekt, aber das, was sie schon können, das könnt ihr sogar tatsächlich von zu Hause mal testen. Und das finde ich auch ziemlich schick. Okay, das beschließt jetzt den Vortrag. Ich wollte euch erzählen, woran ich so arbeite. Ich arbeite daran zu verstehen, wie Elektronen zusammenarbeiten. Elektronen sind eines dieser Elementarteilchen, eines der allerkleinsten Teilchen, aus denen die Welt aufgebaut ist. Die mögen es, wenn es kalt ist, dann fangen die an, sozial zu werden. Deswegen stelle ich mir die gerne als kleine Pinguine vor. Und die sind wichtig im Alltag. Wenn wir zum Beispiel Strom haben, dann passiert es einfach dadurch, dass diese Elektronenpinguine von links nach rechts laufen. Und dabei können die kleine Energiefische mittragen und so Handys aufladen. Bisher ist das alles mit Verlusten, die wir nicht haben wollen. Und ein Weg, wie wir das loswerden könnten, wäre Supraleitung. Wenn die Elektronen zusammenarbeiten, dann können die Strom völlig ohne Widerstand, ohne Energieverlust leiten. Und das wäre super. Ein anderes Beispiel ist der Quantencomputer, wo wir zum Beispiel Elektronen, die sich so ganz komplex miteinander bewegen, wie als würden sie Ballett tanzen, nutzen können, um Informationen völlig neu zu verarbeiten. Nicht einfach nur ein bisschen schneller und mehr von den klassischen Bits und Bytes, wie wir sie jetzt haben, sondern solche Qubits. Und damit könnten wir dann zum Beispiel Medikamente für die Zukunft entwickeln. Und das sind zwei von den Themen, an denen
wir theoretischen Physiker, nein, wir Festkörperphysiker, würde ich sagen, arbeiten und von denen wir hoffen, dass sie irgendwann in hoffentlich nicht zu langer Zeit so weit sind, dass wir sie im Alltag nutzen können, weil wir glauben, dass das die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen würde. Soweit mein Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann freue ich mich auf eure Fragen. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Meng. Das war sehr spannend, das war super kompliziert auch. Also, und dass Sie das so runtergebrochen haben, dass Sie es auch verstanden haben, war, glaube ich, toll. Und da haben die Pinguine sehr geholfen. Die Pinguine sind natürlich nicht das heutige Symbol, weil die auf unserem kleinen Ausweis keinen Platz haben. Ganz wichtig nochmal, auf dem Ausweis ist es die dritte Vorlesung, auf dem ihr heute in dem Feld, im dritten Feld, wo ihr heute das Zeichen einmalen sollt, denn die erste Vorlesung holen wir beim nächsten Mal nach. Wenn es woanders steht, ist es auch nicht schlimm, also wer die falsche Reihenfolge hat in diesem Semester, ist nicht tragisch, aber natürlich brauchen wir erstmal das Symbol. Und Herr Meng, vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was ist das heutige Symbol, was soll da rein? Ja, heute soll ein Regenbogen rein. Ja, super. Das ist einfach und, glaube ich, auch gut zu machen. Ich glaube, alle haben Buntstifte zu Hause und bekommen das gut hin. Pinguine dachten, das ist vielleicht doch ein bisschen klein bei dem Feld, aber Regenbogen sollte machbar sein. Also Regenbogen ist das heutige Symbol für alle. Und damit kommen wir zu den Fragen. Es gibt sehr viele Fragen und natürlich auch Fragen, die vielleicht schon beantwortet wurden, aber es war natürlich doch sehr viel Stoff. Und eine Frage, die mehrmals kam, unter anderem von Johanna und Annette, war, was sind eigentlich Quanten? Also was ist ein Quant? Also warum heißt es Quantenphysik? Quantenphysik heißt Quantenphysik, weil, oh Gott, was ist ein Quant? Also ein Quant ist irgendwie eine allerkleinste Einheit. Ich hatte ja irgendwie gesagt, dass wir darüber nachdenken, wie wir die Welt zerteilen können. Und da gibt es diese Elementarteilchen, das sind irgendwie die kleinsten Bausteine. Aber diese Elementarteilchen, die, wenn die sich zum Beispiel, vielleicht kennt ihr irgendwie Atome, da bewegen sich zum Beispiel Elektronen irgendwie so ein bisschen im Kreis rum. Und da gibt es nicht, die können sich nicht irgendwie beliebig bewegen, sondern nur auf ganz bestimmten, die können nur sozusagen auf ganz bestimmten Pfaden laufen. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr lauft irgendwie auf einer Wiese rum, dann könnt ihr überall rumlaufen. Aber die Atome, die können sozusagen nur irgendwie einen kleinen Kreis oder noch einen größeren Kreis oder einen ganz großen Kreis durch den Park laufen. Und das heißt, wenn die vom einen zum anderen wollen, dann müssen die da rüberhüpfen. Und das heißt, dass alles in der Quantenphysik immer so in so Portionen passiert. Ja, man kann entweder in einen kleinen Kreis laufen oder einen großen Kreis, aber man kann nicht irgendwie beliebig dazwischen machen. Und diese Portionen, die heißen Quanten. Okay, super. Ist wahrscheinlich dann doch irgendwie schwer vorzustellen. Man merkt es ja irgendwie daran, dass es auch schwer erklärbar ist. Ne? Und es gab mehrere Fragen dazu, wie groß ist zum Beispiel ein Atom, wie groß ist eine Zelle, wie groß ist ein Elektron? Und das ist natürlich für uns gar nicht zu erklären so richtig, ne? Weil es so klein ist, dass man es schlecht zeigen kann. Ne? Ja, also manche Sachen kann man ein bisschen besser beantworten. Wie groß ist ein Atom? Ein Atom so ungefähr, sagen wir, ist so ein Angström groß. Das ist eine Maßeinheit, das sind 10 hoch minus 10 Meter. Also das ist eine 0 mit einem Komma und dann 9 Nullen und dann eine 1. 0,00000 und so weiter 1. Meter. Also das ist super, super klein. Und Elektronen sind eben nochmal viel kleiner. Die Frage, wie groß ein Elektron ist, ist ein bisschen eine philosophische Frage. Wir Physiker sagen gerne, dass es ein Punktteilchen ist. Das heißt, es ist unendlich klein. Aber da müsste man sich jetzt noch lange darüber unterhalten, wie misst man zum Beispiel, wie groß sowas ist. Und dann kommt man irgendwie ziemlich schnell auch in so eine philosophische Diskussion, die super spannend ist, aber die wir jetzt hier nicht führen können, leider. Ja, denn es gibt noch viele Fragen, die wir beantworten müssen. Also zum Beispiel, seit wann gibt es Quantenphysik, ist eine davon. Quantenphysik, angefangen hat das so Anfang des 20. Jahrhunderts. Also es ist ungefähr so 100, 120 Jahre alt. Und
dann wurde das sozusagen zunehmend immer wichtiger. Ich denke, heutzutage ist Quantenphysik wirklich ein ganz zentraler Aspekt der Physik und das wusste man eben vor 200 Jahren noch nicht, dass das existiert. Und in der Zeit ist total viel passiert. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, eine ganz kurze Frage klären. Anton hat sich Sorgen gemacht um die Pinguine, ob die wirklich gestorben sind, wenn die im Handy ankommen. Nein, oh Gott, nein, die sind überhaupt nicht gestorben. Das ist das Gute an diesen Elektronen, die sterben nie. Die Pinguine, die leben einfach die ganze Zeit weiter. Und tatsächlich, die laufen auch wieder aus eurem Handy raus. Also es ist nicht so, wenn ihr euer Handy aufladet, dass die Elektronenpinguine, dass ihr da dann auf einmal ganz viele Pinguine, irgendwann wird das Handy ja platzen, wenn da so viele Pinguine drin sind, sondern die laufen da rein, geben ihren Fisch ab und dann laufen die wieder raus. Okay, sehr gut. Aber jetzt nicht den Akkustecker zukleben, dass die Pinguine drin bleiben, das funktioniert auch nicht, ne? Also die bewegen sich einfach, wie sie wollen. Also gut, dann ist es aber, die nächste Frage hat auch was damit zu tun, nämlich, warum werden manche Handys so schnell warm, hat Aljona gefragt. Also das ist jetzt eine Frage, für die gute Antwort müsstet ihr dann sozusagen die Handyingenieure fragen, nicht mich. Ich als Festkörperphysiker mache sozusagen irgendwie die Grundlagenwissenschaft dafür. Meine Antwort ist, die sind einfach schlechter da drin, die Energie in was Sinnvolles also die Energie für was Sinnvolles zu nutzen. Also um im Sportbild zu bleiben, das sind irgendwie 100-Meter-Läufer, die nach jedem Meter nochmal irgendwie hoch in die Luft springen. Die kommen nicht so schnell an und schwitzen schneller. Gut, super. Dann dazu passt eigentlich die nächste Frage, nämlich die Handys machen nicht alles richtig. Und Daria hat gefragt, gibt es auch Handys und Computer, die Fehler machen oder sind die alle nur perfekt? Nö, die machen alle die ganze Zeit Fehler. Also das tatsächlich wurde auch jetzt besser, aber früher sind Computer irgendwie ständig noch abgestürzt und auch jetzt passiert es mir ganz oft, dass irgendwie das Bild einfriert und ich meine Maus nicht mehr bewegen kann, es passiert. Und das ist natürlich nicht gewollt, das ist ein Fehler, der irgendwie entstanden ist. Okay, dann gab es noch eine Frage, die zum ersten Teil der Vorlesung, glaube ich, da wurde gefragt von Jasmin, wann glauben Sie, wann Sie es bei Raumtemperatur schaffen? Und das geht wahrscheinlich in die Supraleitung, ne? Also ja. Ich könnte jetzt irgendeine Zahl sagen, aber das wäre gelogen. Ich weiß es einfach nicht. Ihr könnt euch, wenn euch das mal interessiert, zum Beispiel irgendwie bei Wikipedia oder so, da gibt es quasi Grafiken, Abbildungen, die euch zeigen, wie sich das entwickelt hat, wie wir Materialien gefunden haben, die das immer bei höheren Temperaturen diese Supraleitung zeigen. Also angefangen eben minus 270 Grad und dann gab es mal irgendwie minus 260 Grad und dann irgendwie, keine Ahnung, minus 190. Und diese Entwicklung, die geht tendenziell sozusagen nach oben, aber das ist relativ langsam. Ja, also Supraleitung ist jetzt schon ziemlich alt und wir sind erst von minus 270 auf minus 135, wenn wir irgendwie Alltagsdruck nehmen. Das heißt, es gibt Entwicklung, aber sie ist langsam. Aber wie immer in der Forschung kann es sein, dass morgen jemand ins Labor geht, ein Material nimmt, was wir vorher noch nicht richtig vermessen haben und sieht, ah, da ist es. Also sozusagen, wenn wir von dem, was in der Vergangenheit war, versuchen, eine Vorhersage zu machen, sind es wahrscheinlich eher 100 Jahre, keine Ahnung. Wenn wir aber schauen, wie Forschung funktioniert, dann kann es auch morgen sein. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass es eher morgen passiert und dass das, was wir an Forschung machen, dazu beiträgt, dass es schneller ist. Super, danke. Jetzt gab es eine Frage, die kam eigentlich sogar die häufigste Frage mit, nämlich, wann gibt es wirklich funktionierende Quantencomputer? Wird es auch funktionierende Quantenhandys geben irgendwann? Also das ist eine Frage, die kam bestimmt 10 Mal, also insgesamt. Ja. Diese Frage hat die gleiche Antwort wie eben. Quantencomputer haben total viel Fortschritt gemacht. Ihr habt vielleicht, ich weiß nicht genau, das war jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, da kam das mal in den Medien, ein sogenanntes Quantenüberlegenheitsexperiment. Und da wurde gezeigt, dass ein Quantencomputer eine ganz spezifische Rechenaufgabe echt schneller gelöst hat als ein klassischer Computer. Und das war aber sozusagen
eine Aufgabe, die war ganz spezifisch für den Quantencomputer gemacht, wo der besonders stark war angetreten halt gegen einen klassischen Computer, der dafür nicht optimiert war, aber trotzdem schneller. Das heißt, es gibt Fortschritt. Auch wenn wir uns anschauen, wie groß sind diese Quantencomputer, wie viele von diesen Qubits können wir da zusammenschalten, werden das immer mehr. Insofern gibt es da sehr viel Fortschritt. Es wird auch sehr viel daran geforscht. Trotzdem ist es so, dass diese Dekohärenz zum Beispiel ein echt zähes Problem ist. Also da arbeiten Leute wirklich schon richtig lang daran und wir feilen immer mal hier noch ein Mikrosekündchen und da noch eins ab. Aber wann wir so weit sind, dass es richtig gut funktioniert, auch da, es kann sehr lange dauern, aber vielleicht geht morgen jemand ins Labor und hat die geniale Idee, wie wir diese Dekohärenz bekämpfen. Und dann kann es sehr viel schneller gehen. Okay, super. Jetzt ist es natürlich so, ich habe das ganz vergessen zu erwähnen am Anfang, wir haben einen richtigen Preisträger hier. Sie haben ja dieses Jahr auch den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis gewonnen. Das kennen die Kinder jetzt vielleicht nicht, hat auch nichts mit dem Keks zu tun, aber den bekommt nicht jeder. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass Sie ein echter Profi sind. Deshalb gibt es ja auch Fragen, die so ein bisschen allgemeiner sind. Und zum Beispiel wurde die Frage gestellt, werden wir uns irgendwann beamen können, so wie in Star Trek? Das ist eine sehr spannende Frage. Die hat was mit dem Nobelpreis von diesem Jahr zu tun. Also ich weiß nicht, ob die Person, die die Frage gestellt hat, das weiß. Sonst würde ich euch raten, schaut euch mal an, was es für dieses Jahr für einen Nobelpreis gab. Ich glaube, die Antwort ist, so wie in Star Trek, nicht. Es gibt eine Art, wie wir beamen können, aber das bedeutet, dass wir, um es genau zu sagen, einen Quantenzustand von einem Ort auf einen anderen Ort übertragen. Da müssen wir sozusagen hier ein Quantensystem haben und da ein Quantensystem haben und dann können wir den Quantenzustand von hier nach da übertragen. Und das kann man Beamen nennen, aber es ist nicht das Gleiche wie das, was wir bei Star Trek uns vorstellen. Bei Star Trek stellen wir uns vor, wir haben hier mich und hier noch nichts und dann wupp, bin ich plötzlich da und nicht mehr hier. Und das ist was anderes, als wenn ich hier im Quantensystem da ein Quantensystem habe und ich übertrage irgendwie einen Zustand. Insofern nein, ich denke nicht. Okay, ist wahrscheinlich auch verkraftbar. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, was man machen kann in der Zukunft. Aber ihr wird zum Beispiel noch Zeitreisen gefragt. Vielleicht können wir das jetzt nicht mehr beantworten, ob das auch geht. Aber vielleicht ein paar Fragen noch zu Ihnen allgemein. Da kamen nämlich auch sehr viele. Wie sind Sie darauf gekommen, Physik zu studieren, haben sich Reni und Karl gefragt. Also, ich fand Physik schon immer spannend. Und ich wollte lange Zeit Falkner werden, aber ich fand auch irgendwie den Gedanken spannend, Forscher zu werden, weil ich irgendwie mich gefragt habe, wie funktionieren Dinge denn eigentlich so? Und ich glaube, da war ein ganz wichtiges Ereignis, als mein Opa mich irgendwann mal mit in seinen Bastelkeller genommen hat und er hatte so einen riesen Magneten und so eine Kiste voller Nägel. Und dann habe ich den Magneten in die Kiste voller Nägel gehalten und auf einmal hingen irgendwie richtig viele Nägel an meinem Magneten. Und das fand ich ziemlich cool und ich habe mich gefragt, hä, wie geht das denn? Und dann bin ich zur Schule gegangen und habe gemerkt, dass ich ja, diese ganzen, also Mathe mochte ich irgendwie ganz gerne. Physik fand ich cool. Ich fand auch Chemie cool. Bio war immer nicht ganz so mein Fall. Und dann, als ich mich entscheiden musste, was will ich studieren, war eigentlich irgendwie eher die Entscheidung zwischen Physik und Chemie. Aber ich fand Physik irgendwie noch spannender, weil ich das Gefühl hatte, und meine Chemikerkollegen werden mir das verzeihen, dass das in irgendeinem Sinne noch ein bisschen grundsätzlicher ist, dass es noch ein bisschen tiefere Fragen stellt. Und deswegen habe ich das gemacht. Okay, super. Es gab auch sehr oft die Frage, ob Ihnen das Spaß macht, was Sie machen. Ich glaube, das ist heute rausgekommen, das müssen Sie gar nicht beantworten. Ich glaube, eine Frage gibt es noch, die wir noch beantworten müssen, nämlich Elise glaubt, glaube ich, dass Sie ein Superheld sind, dass es sie gar nicht wirklich gibt, denn sie fragt, ob es Quantenphysik wirklich gibt oder ob sie nur in Marvel-Comics und Filmen existiert. Also geben Sie es zu, sind Sie ein Marvel-Held oder sind Sie echt? Ich bin leider echt. Okay, gut. Und die Quantenphysik auch. Gut, aber für uns waren Sie heute ein Superheld, uns haben Sie, glaube ich, super viel beigebracht. Das waren jetzt nicht alle Fragen, die gestellt wurden, aber doch ein Großteil davon. Wir hoffen, dass alle wieder mit dabei sind. Wer es schon wieder vergessen hat, der Regenbogen ist das Zeichen für heute. Tobias Menger, unser Gast. Und beim nächsten Mal geht es um die Städte der Zukunft. Also vielleicht auch mit Quantencomputern, aber es geht darum, wie werden die Städte in der Zukunft aussehen.
Nochmal einen großen Applaus. Vielen, vielen Dank an Sie. Ich hoffe, wir sehen uns alle in 2 Wochen wieder am 29.11. wieder bei Zoom und dann mit dem Thema Städte der Zukunft. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Meng. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und mir zugehört habt. Dankeschön.